So, hallo wieder. Wir sind jetzt kurz vorm Finale, ne? Ohne lange zu zögern, gehen wir direkt zu Ariana und helfen ihr. Und diese spannende, ach, diese beruhigende Musik wieder. Nachdem wir eigentlich versuchen müssen, Ariana zu retten. So, direkt zurück. Zack. Ich weiß gar nicht, wohin wir müssen. Deswegen laufe ich. Ah, wir müssen jetzt weiter in den Norden. Hier! Crow! Sie halten Ariana auf dem großen Platz fest. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber es sieht gar nicht gut aus. Beeilen wir uns, Herr Professor. Gut, schnell. Wir kümmern uns um das, was sie uns aufgetragen haben, zum großen Platz. Schnell! Direkt hoch. Direkt zum großen Platz. Na, links. Nochmal. Die Ratte hat mich gerade abgelenkt. Finde lustig, egal wie früh man deinen Stream einschaltet, man verpasst immer etwas. Ja, nee, du hast jetzt nichts verpasst. Du hast jetzt einfach nur Crow verpasst, der gesagt hat, oh, wir müssen zum großen Platz. Mehr aber auch nicht. Wir laufen jetzt gerade zum großen Platz. Emmy, Luke, ich habe eine Idee. Tut genau, was ich euch sage. Verstanden. Mitgemacht, Professor. Oh, Cutscene? Zuerst muss ich zum großen Platz. Was ist das? Lasst sie gehen. Lagunia hat niemandem was getan. Bahaha, ja, das sagen sie alle. Ich war es nicht, das war jemand anderes. Wer sonst außer diesem Ungeheuer wäre in der Lage, Häusern Schutt und Asche zu legen? Aber... Und du hast es gerufen mit... Du mit deiner verfluchten Flöte. Nein, das ist... Nun, wer hätte je gedacht, dass dieses kleine Mädchen hier hinter all der Zerstörung steckt? Man sollte wirklich nicht nach dem Äußeren gehen, oder dem Alter, oder der Leibeswille. Was denn? Jungs, macht unsere Hexe etwa Zicken? Los, verpasst ihr ein paar Handschellen. Lol. Nein, was tun sie da? Sofort aufhören, Jakes. Na sowas, wenn das nicht unser schlauer Leighton ist. Leighton, halten Sie sich da raus, sonst landen Sie wieder im Kittchen. Lagunia ist nicht das Phantom. Blödsinn, dieses stinkende Stück Walfleisch ist das Monsterfall gelöst. Niemand ist unfehlbar, Jax. Lagunia ist nur ein Teil dessen, was Sie für das Phantom hielten. Wollen Sie wirklich, dass dies Ihr erster ungelöster Fall wird? Was soll das Gefasel, Leighton? Ich gewinne immer, ich bin unfehlbar. Raus mit der Sprache, wovon reden Sie? Ich werde Ihnen zeigen, was wirklich hinter dem Phantom steckt. Oh, Cutscene? Ja. Hier ist es. Das Phantom von Miss Tallery. Das hier ist ein Bergbauroboter, spezialisiert auf Grabungsarbeiten. Ein beeindruckender Apparat. Ein Bergbauroboter, ja? Also ich könnte so einen stemmen. Hervorragende Arbeit, Luke. Danke, Herr Professor. Diese Maschine wurde gebaut, um den goldenen Garten freizulegen. Jene Stätte scheint auf den Konstrukteur dieses Geräts einen immensen Reiz ausgeübt zu haben. Er benutzte den Stahlkoloss, um überall in der Stadt nach dem Garten zu graben. Die wiederholten Schürfungen schwächten die Bodenstruktur und führten zu etlichen Erdlöchern. Lagunia wollte keineswegs die Stadt zerstören. Sie wollte dem Werk dieser Maschine Einhalt gebieten. Unser sogenanntes Phantom war nichts anderes als das Kampfgewirr der Riesen im dichten Nebel. Hinter dem Nebelschleier erschienen sie als einziges tobendes Wesen. Dass der Nebel selbst künstlich erzeugt wurde,
war der Schlüssel zur Demaskierung des Phantoms. Der dichte Nebel erlaubte es dem Schuldigen, sich ungehindert in der ganzen Stadt zu bewegen. Künstlicher Nebel, was meinen Sie damit? Zur Erzeugung von Nebel benötigt man zunächst entsprechende Mengen an Wasser. Das Wasser der Kanäle eignete sich ideal zu jenem Zweck. Lagunia jedoch bemerkte dies. Als sie den Roboter angriff, verhüllte der Nebel ihren Kampf. Machen Sie keine Witze, Mann! Bedauere, Jakes. Ihresgleichen gegenüber beliebe ich nicht zu scherzen. Mein Begleiter Luke hatte erkannt, dass der Wasserpegel der Kanäle vor den Angriffen abfiel. Jedoch nur dort, wo das Phantom schließlich erschien. Dies führte mich zu einer Erkenntnis. Das Phantom war mitnichten eine mystische Gestalt, sondern das Instrument eines Übeltäters. Oh. Eine Stadt im Nebel. Der Nebel wurde künstlich aus dem Wasser der Kanäle erzeugt, um die wahre Gestalt des Phantoms zu hüllen. Der Nebel, der den Riesen stets begleitete, wurde maschinell erzeugt. Hi Minako. Das Phantom entpuppte sich als ein spezieller Bergbauroboter, mit dem man nach dem legendären goldenen Garten suchte, der unter Mystery League liegen soll. Entschuldigung. Auf der Suche nach dem goldenen Garten verwüstete das Phantom alles, was in seinem Weg lag. Weiter. Eine überaus interessante Enthüllung. Und dennoch, mein werter Professor, können Sie mir sagen, wer hinter der Sache steckt? Der Schuldige ist jemand, der fieberhaft nach dem goldenen Garten sucht. Jemand, der diese schöne Stadt aus reiner Habsucht zerstören würde. Und dieser jemand, meine Damen und Herren, dieser jemand, der hinter dem Phantom und all den anderen Lügen steckt, ist niemand anderes als Sie! Was? Hier liegt ein Irrtum vor, Herr Professor. Ich bin nur ein Butler. Was könnte ich denn jemals tun? Sie entführten Frau Triton, um Clarks Hilfe bei ihrem perfiden Komplott zu erzwingen. Da Sie Clark kontrollierten, gehörte die Stadt nun Ihnen. Und Sie, Jakes, waren von Anfang an Dolans Komplize. Es war alles Teil des Plans, den goldenen Garten zu finden. Lecker. Wirklich köstlich, Herr Professor. Aber ich weiß leider überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Schön, wenn ich Sie amüsiere. Ihr Lächeln sollte Ihnen gleich vergehen. Wenn Sie gestatten? Aber bitte doch. Ich bin ganz Ohr. Luke bemerkte den niedrigen Wasserstand in den Kanälen vor jedem Angriff des Phantoms. Er beobachtete den Pegel an verschiedenen Tagen und notierte sich die jeweiligen Werte. Jedoch waren einige der Einträge nicht ganz korrekt. Diese Fehler sind auf Lukes überaus besonderen Informanten zurückzuführen. Piep. Doch selbst als Luke die falschen Voraussagen traf, wurden die richtigen Viertel geräumt. Es ist zwar ein äußerst glücklicher Umstand, dass die Bürger gerettet wurden, und doch. Macht es Sie nicht stutzig, dass Lukes Fehler anscheinend nicht die geringsten Konsequenzen hatten? Ich will das als ein Ja verstehen. Sie scheinen ja ein rechter Hellseher zu sein, Dowland. Oder wie konnten Sie sonst wissen, wo das Phantom wirklich erscheinen würde? Sie warnten die Menschen, nicht jedoch, um sie sicher zu wissen. Es diente der Geheimhaltung. Das war der wahre Grund für Ihr Engagement. Keiner sollte das wahre Phantom sehen. Sie enttäuschen mich nicht, Layton. Meinen Glückwunsch, ein wahres Kabinettstück. Professor, es war, wie Sie sagten. Ich habe Sie im Keller des Triton-Anwesens gefunden. Lol. Dort hielt man den echten Dolent gefangen und Frau Triton. Ich habe Sie befreit und in Sicherheit gebracht. Lol. Es ist nun klar, dass Sie nicht Dolent Noble sind.
Butler der Familie Triton. Zeigen Sie uns Ihr wahres Gesicht. Nun gut, lassen wir die Maske fallen. Die Charade ist zu Ende. Jetzt hat er seine Maske auf. Hä? Verflucht, so ein Mist. Sie sagten, der Plan wäre narrensicher. Damn. Nimm die Maske ab, setz die Maske auf. Aha, jetzt bin ich es. Welch lächerlicher, widerwärtiger Charakter Sie doch sind. Und Jake, Sie haben Herrn Bart auf dem Gewissen, oder? Papa. Nein, oh nein, ich habe nur das Testament fälschen lassen. Barts Tod war ein Unfall. Ich habe bloß dafür gesorgt, dass Barts Besitz Triton zufiel. Ich habe die Gunst der Stunde genutzt, aber nur, weil dieser Kerl hier es so wollte. Oho, wollte ich das? Ach, wieso nur habe ich einen solchen Stümper als Komplizen gewählt? Wie hast du mich genannt, du? Ein Spatzenhirn, einen Dummkopf. Layton, ich ziehe meinen Hut vor Ihrem herausragenden Intellekt. Dürfen wir erfahren, mit wem wir es zu tun haben? Nö. Nun gut, nennen Sie mich Deskol. Ich bin ein Mann der Wissenschaft und verfolge höhere Ziele. Deskol? Zu dumm aber auch. Ich vermeinte, dass ich hier den goldenen Garten finden könnte. Alles pure Zeitverschwendung. Tja, dafür wird dieses alberne Nest jetzt büßen müssen. Oh no! Nun denn, Zeit für die Hauptvorstellung. Wunderbar. Miss Tellery erwartet ein ganz besonderes Spektakel. Das Phantom war die Ouvertüre. Nun zum großen Finale. Ich habe höhere Ziele, deswegen Genozid. Professor, wir müssen ihn aufhalten. Einmal leiser machen, bisschen. Wir müssen ihn aufhalten. Was sollen wir tun, Professor Leitro? Ich werde der Maschine Einhalt gebieten. Ihr beide müsst die Leute in Sicherheit bringen. Das kann die Polizei machen. Ich bin ihre Assistentin und ich lasse sie nicht alleine. Emmy ist süß. Ich mag Emmy sehr. Ich auch nicht. Ich bleibe bei ihnen. Luke ist irgendwie auch süß. Obwohl er so jung ist, will er mitfighten, Alter. Und ich werde ihnen helfen, dieses Ungetüm auszuschalten. Ich bitte euch, wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Wenn ich seine Beine lahmlegen kann, wird es kein Unheil mehr anrichten können. Ich kenne mich aus mit Maschinen. Überlassen Sie alles mir. Emmy? Lagunia und ich lenken ihn ab, während sich Emmy um die Beine der Maschine kümmert. Luke, nicht! Halt, stopp! Ich darf nicht zulassen, dass er der Stadt solches Leid antut. Und Lagunia will es auch nicht. Ich kann dich nicht davon abbringen, wie? Kto, du und die Rahmenbande, ihr müsst uns helfen. Tony hat mir ihre Nachricht übermittelt. Ziemlich clever, was ihr Superhirn da ausgebrütet hat.
Philo, bleib später auch Zeit. Zuerst brauche ich eure fähigen Hände. Ich muss nur die Beine lahmlegen. So müsste das Ding aufzuhalten sein. Mit all seinen Beinen sieht es aus wie eine Spinne. Dabei hasse ich diese Viecher. Okay. Rätsel 138. 40 Bigara, Kabelsalat. Die Kabel in diesem Schaltkasten befinden sich hinter Schutzglas, sodass man lediglich durch ein kleines Fenster Zugriff auf die drei Kabel hat. Wenn du die Verbindung von A nach F durchtrennst. Ja. Sollst du die Maschine hacken. Machst du jedoch einen Fehler, rät die Maschine wohlmöglich durch. Entscheide schnell, wo du schneiden musst, um die Maschine zu stoppen. Hä? Ich könnte direkt hier, ich könnte theoretisch direkt hier schneiden, du hast ja kein Problem. Aber ich muss da schneiden. Einen Moment, Notiz. Und dann gucken wir mal. A bis F, ne? So, was für ein Finale. Auch wenn ich die Story nicht so sehr, mich so sehr überzeugt hat, hier, das ist das. Finde ich halt. Ja. Ja. So stimmt es sicher. Hä? Was? Hä? Nochmal, was? A bis F, was ist dein scheiß Problem? Oder habe ich einen Fehler gemacht beim Zeichnen? Hä? Wir zeichnen mal weiter. Hä? Wenn du die Verbindung von A nach F durchrennst, sollte die Maschine anhalten. Machst. Hä? Wieso. Hä? Das ist doch die Verbindung. Immerhin hat mich Luke überzeugt. Ja. Ja. Ich verstehe aber gerade nicht, warum der das nicht wollte. Wenn du die Verbindung von A nach F durchtrennst, sollte die Maschine anhalten. Ich mach doch keinen Fehler, das ist doch die Verbindung. Das ist legit die Verbindung von A nach F. Nochmal. Angry Face. Das ist ungelogen die Verbindung. Warum wollt ihr das gerade nicht durchtrennen? Hä? Das ist A bis von A nach F. Ich bin gerade. Ich sollte, ne? Nochmal. So, ne, man kann ja nur eins. So. Ich weiß, dass es wieder falsch sein wird, aber ich gucke hier nochmal sicher. Ich verstehe es nicht. Warum ist das falsch? Was soll ich jetzt so machen? Oh fuck. So stimmt es sicher. Ich will euch beide anklicken. Oh, meinen die vielleicht alles durchtrennen? Und nun der Moment der Wahrheit. Nein. Vielleicht nur die unteren? Mir ist es scheißegal geworden, aber. Nee. Verstehe gerade nichts. So stimmt es sicher. Hä? Jetzt ging gar nichts mehr. Die Kabel in deinem Schrank befinden sich hinter Schutzglas, sodass man lediglich nur ein kleines Fenster. Ja. Wenn du die Verbindung von A nach F durchschreitst, sollte die Maschine anhalten. Machst du jedoch einen Fehler, dann dreht die Maschine wohl durch. Hä? Ich hab doch legit gerade. Ich mach einfach das jetzt so. Und nun der Moment der Wahrheit. Jetzt bin ich gespannt. Ja, kein Problem. Was war deren Problem jetzt? Hä? Warte, was? Ach, oh lol, okay, das ist fies. Der rechts oben, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber direkt neben D. Da geht's ja weiter, okay, das ist fies. Oh ne, nicht nur da, sondern da, okay, nevermind. Kein Wunder. Das war fies. Yippie, ein Bein ist erledigt, drei bleiben noch übrig. Jetzt ist das nächste dran. Okay, das war jetzt unfair, jetzt mal ernsthaft. Ja. Das Metallmonster wirkt sich langsamer, jetzt nehme ich mir das nächste Bein vor. Was ist das? Das sind aber viele Knöpfe. Oh, 139, Not, halt! 40 Pikarat! Die Verbindung zu Beinen der Maschine lässt sich trennen, indem du die oberen Lämpchen mit Hilfe der Knöpfe unten ausknipst. Allerdings ist nicht ganz ehrlich, welcher Knopf welche Lampe steuert. Finde heraus, welcher Knopf für welche Lämpchen zuständig ist und schalte alle Lämpchen aus. Speichern. Fertig. First try!
Ich hab einfach geraten. Das war erster Versuch. Geschafft. Ganz wie ich dachte. Jetzt was drin, Alter. Erster Versuch direkt gelöst. Lol. Ich hab einfach wild losgeklickt. Das war ungeplant, wirklich. GG, ja. Ist vorbei. Nein, zum Ausreden bleibt später noch Zeit. Jetzt das nächste Bein. Ich hoffe, Luke hält sich wacker. Luke ist gerade im Faustkampf. Peach! Launia, ist alles in Ordnung? Da kommt die nächste Attacke. Bewege dich in die Richtung, die ich dir sage. Links, rechts, abgekehrt. Da muss rülpsen. 65 Grad, 140, die nächste Attacke. Hier siehst du, schematisch dargestellt, wo die Maschine die letzten 15 Male zugeschlagen hat. Wo wird der nächste Angriff stattfinden? Es steckt bestimmt ein System dahinter. Berühre die Stelle, an der du den nächsten Angriff vermutest. Hä? Ach stimmt, Luke redet ja mit Tiere. Ja. 1, 11, 2, 8. Wo ist das Ich wollte gerade das Schema rausfinden. 1, 11, 2, 8. Wo ist das Schema? Zwölf, 14, 22, 25, 28, 28, 34, nein. 18, 31, 38. Warte mal, ich notiere mal alles. 12, 14, 22, 9, 19, 34, 18, 31, 38, 21, 26. Erkenne ich ein Muster? Nein, tue ich nicht. 7, 21, 30, wenn man hier runterzählt. 14, 18, 32. 18, 28, 30. Ja, das hat einfach keinen Sinn, wenn ich das zusammenrechne. Wo ist das Schema? Plus 5. Plus 8. Nein. Mal 11. Minus 9. Plus mal 4. Nee. Ja, okay, GG. Ja, ich komme echt nicht auf die Scheiße. Wo? Warte mal kurz, machen wir es mal anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, das ist für mich willkürlich. Obwohl, warte mal. Nein, ist nicht willkürlich. Löschen wir alles mal. Vielleicht hast du dich verrechnet. Nein, das hat nichts mit Rechnen zu tun. Oh fuck. Nichts mit Rechnen zu tun. Zack, zack. Wo ist die 6 da? Sechs. Sieben. Acht. Nee. Fuck. Also der springt hier rüber. Ich versuche das gerade zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das so geht, aber ich schätze mal, wenn er so geht, so vielleicht. Ich komme nicht drauf gerade. Ich bräuchte so einen Tipp eigentlich. Ist auch ein schweres Rätsel, ja.
Ah. Der springt hier hin. Aber dann hier hin. Ah. Die intense Musik würde mich auf Dauer so nervös machen. Mich nicht. Mich wird die mich spornt die nur an. Ah, fuck. Die letzte Attacke war bei 15. 16 haben wir ja gar nicht. Boah, ich hier so einen Tipp? Oh, genau. Warte mal. Ich habe mir gerade einen Tipp gelesen. Und das könnte vielleicht Sinn ergeben. Ich versuche mal zu rechnen. Wie mache ich das jetzt? Guck mal. Jetzt, wo ich die Lösung gesehen habe, ist das voll easy. Ja. Ich habe jetzt einen Tipp gelesen. Ich glaube, das ist sogar machbar. Das ist jetzt 1. Das ist jetzt 2. Das ist ja jetzt dann 3. 4. 4. Obwohl. 4. Okay, was. Wie geht's jetzt aber weiter? 4. Nee, das ergibt keinen Sinn. Scheiße. Nee, der Tipp war scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nee, das ergibt keinen Sinn. Nee. Ja, ich lese mir mal den Tipp nochmal gut durch. Obwohl, warte mal, nein. Ich laber Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5? Oder nein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das ergibt keinen Sinn für mich. Das ergibt keinen Sinn für mich gerade, ernsthaft. Scheiße. Was denn, Buddha? Du kannst mir gerne helfen, ich verzweifle gerade. Ich komme nicht drauf, ungelogen. Ich komme echt nicht drauf. Ich muss das System dahinter verstehen. Ich habe nur gelesen, dass man irgendwie darauf achten soll, wie viele Schritte man macht, aber das ergibt für mich ja keinen Sinn. So, 1, 2, 3, 4. Obwohl, geht gar nicht. 1. 2. Ich verstehe es gerade nicht. Also ernsthaft nicht. Oh mein Gott! Nee, du machst die Schritte falsch. 1. 2. 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Warte. 1. 2. 3, damit ich das vor Augen habe.
4 5 5 5 Ich lösche mal alles wieder. 5 Da muss ich ja nur herausfinden, wo die Scheiße ist. Weil mir sagt endlich, weißt du? Als ob der darauf selbst gekommen wäre. 5 6 6 7 Noch 4 Stück. 7 Na? 1, 2, 3, 4. Warte mal, hä? Oh, never mind. Eine zu weit. Ich habe unten die 7 vergessen. Ich habe es aus Versehen übersprungen, mein Fehler. So. 7. 8. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15? Heißt die 15 selbst? Ja, die Tipps, die ich gesehen habe, sind vom Spiel aus. Also alles legitim, ja. Ah. Wie wäre es hiermit? Ja, meine Güte, das war anstrengend. Richtig, juhu! Richtig, ihr. Ja. Wieso habe ich alles abgezählt? Ich hätte einfach von 14 anfangen können. Egal. So, ist das die letzte? Dankeschön, Bund. Alter, fuck, ist das überhaupt von Emote? Ach, von Knowing. Lol, süß. Ich brauche auch mal animierte Sachen. Hoffentlich ist bei Emmy alles in Ordnung. Katzi? Ne. Die nächsten beide. Langsam wird das Monster träge. Bald haben wir es geschafft. Warum muss ich hier so Doku machen? Um das Bein auszuschalten. Ich muss das Ungetüm. Da frage ich, sind das für Sachen, Alter? Ich muss das Ungetüm lahmlegen, während Luke und Lagunia es ablecken. 141, die rote Verbindung. 50 Pikarat. So. Der Warnhinweis, ach, dem Warnhinweis zufolge müssen die beiden roten Anschlüsse miteinander verbunden werden, um das Ding zu stoppen. Damit die Notabschaltung funktioniert, müssen alle Kabelenden und Anschlüsse dieser Maschine mit gleichfarbigen Kabel verbunden sein. Beeil dich und die Zeit davon ab. Was? Nani? Ah, Moment kurz. Ups, oder? Ich hoffe, man hat nichts gesehen. So, einen Moment. Einen Moment. So, ich muss kurz was machen. Einen Moment bitte. Dann bin ich sofort wieder da. Ich muss kurz was machen gerade. So. Dann machen wir das hier aus. Das hier aus. Und dann können wir das hier mal auch ausschalten. So. Okay, sorry, jetzt geht's wieder.
Ich musste gerade kurz was machen. So. Kann ich irgendwas drehen? Ja. Damit die Notabschaltung funktioniert, müssen alle Kabelenden und Anschluss dieser Maschine mit gleichfarbigen Kabelenden verbunden sein. Okay. Kann ich überhaupt bewegen? Ja. Rot. Okay, rot und blau brauche ich. Wie wäre es? Okay, das geht nicht. Rot und blau, zum Beispiel so. Ich probiere mal. Grün und blau. So etwa. Dann gelb und grün. Wie zum Beispiel das hier. Gelb und grün. Gelb und grün. Wie zum Beispiel das hier, wenn wir es drehen. Ja, guck mal, das passt ja schon. Jetzt rot und grün Änderung. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Ich brauche doppelrot. Vielleicht doch nicht. Doppelrot. Aber das kann... Ha? Nee. Okay, irgendwo ist ein Fehler. Vielleicht kann ich das erstmal so machen. Und dann den Fehler korrigieren. Das geht schon mal nicht. Ich brauche blau-grüne Endungen. Blau-grüne Endungen, wie zum Beispiel das hier. Dann muss das hier aber weg, da brauche ich rot-grün. Oh nein, ich rede nicht über Politik. So. Das geht aber nicht, weil blau. Nee. Vielleicht A. So. Das geht schon mal, ja. Wir brauchen... Ah, nee, das geht schon mal nicht. Das war so knapp, guckt euch das an. Das war so knapp. Irgendwas ist hier schief gegangen. Das sieht so gut aus. Ah, das war so knapp irgendwo. Das ist doch viel zu nah dran. Das kann nicht sein. Das ist viel zu nah dran. Fuck, Alter. Fuck, 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 fuck. Ich bin so nah dran. Obwohl. Nee, das machen wir mal kurz weg. Ich versuche mal generell die ganzen Sachen zu verbinden. Aber wie, aber wie, aber wie. Rot, grün. Vielleicht verbinden wir das mal so. Aber das geht dann da oben nicht, ne? Nee, weg damit. Hiermit? Ja, das geht schon mal. Guck mal. Lol, ich hab links das irgendwie... Na, egal. Geht das so? Nein. Verdammte Axt. 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 So? Ja? Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Nein. Drehen, drehen. Das sieht doch gut. Das ist richtig, ne? Ich habe keinen Fehler gemacht, ne? Ich speichere kurz. Das ist doch ein Klacks. Yes! Oh. Ha! Nur nicht verwirren lassen. Doch. Sehr schön. Gut, das sollte seine Bewegungsmöglichkeiten einschränken. Bald wird es sich keinen Zentimeter mehr berühren. Und das letzte Bein. Jetzt kommt Sudoku. Wenn ich es schaffe, das letzte Bein lahmzulegen, Stern steht das Monster still. Also los. Vor allem ist nur ein Monster, ne? Es gab eigentlich mehrere. Die Enigma-Maschine, 142, 45 Pikarat. Der Notausschalter ist eines der fünf Knöpfe unterhalb der Symboltafel. Um herauszufinden, welche der fünf Knöpfe es ist, musst du entschlüsseln, für welches Symbol das Fragezeichen steht. Hä? Mm-hmm.
Warte mal kurz. Zack. Ist das in einem Dreieck? Ist das in einem Dreieck? Sehe ich das richtig? Ich versuche es gerade zu verstehen. Das ist hier so, so, so. So, ich versuche es gerade zu verstehen. Warte, ich mach's mal anders. Löschen. Eins. 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 Ich mache jetzt eine andere Farbe, nämlich blau. Zwei. Welches war es nochmal? Zwei. Fuck, das nächste hier zwei. Und zwei. Jetzt nehmen wir grün. So. Oder? Nein, löschen, 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 löschen. Eins. Eins. Eins? Jetzt muss ich überlegen. Verdammt, da steckt ein Muster dahinter. Zwei. Oh, das nächste hier. Zwei, zwei. 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 Ich muss nur gucken, was am Ende übrig bleibt. Drei, drei. Nee, das ist auch falsch, was ich gemacht habe. Das ergibt. Mann. Das ist, glaube ich, nicht die 1. Oder? Verdammt. Da gibt es 100 Pro ein Muster dahinter. Ich versuche, dieses scheiß Muster rauszufinden. Noch, obwohl. Nein, nein, nicht alles löschen. Nicht alles löschen. So, mit der 3. Warte mal kurz. So. Das ist 3. Das haben wir schon mal. Aber. Jetzt versuche ich gerade herauszufinden, wie das anders ist. 2 ist auch richtig. 1 ist jetzt ein bisschen problematisch. Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Es kann sogar 1 doppelt sein. Gehen wir davon aus, dass, das hier auch 1 ist. Weil dann können wir theoretisch bei der 4... 4, 4. Jetzt ergibt es, glaube ich, ein bisschen Sinn bei mir. 4. Aber welches bleibt jetzt übrig, ist die Frage. Keine Ahnung. Theoretisch. Ich brauche eine andere Farbe. Das ist jetzt ein Ergebnis.
Das ist ein Ergebnis. Das ist ein Ergebnis. Ist das... Das hier ist eigentlich auch ein Ergebnis, wenn ich das so mir so anschaue. So. Das heißt... Das heißt, das geht, dann nehme ich so nochmal eine andere Farbe. Nehmen wir das hier. Ne, nehmen wir das hier. Das heißt. Ja, was heißt das, Tolu? So. So. Nein, das ergibt keinen Sinn. So. Dann. Brauchen wir noch das Ergebnis da oben. So. 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 Ja. Und jetzt. Das geht ja auch so hin, ja. Das sieht schon mal gut aus, wie ein Häuschen. Das heißt... Theoretisch müsste dann das hier hin und das hier hin. Kreis und Dreieck. Das haben wir sogar. Ich probiere mein Glück. So stimmt es sicher. Yeah! Kein Problem. Ja, dieses scheiß System, Alter. Da ist es stillgelegt. Jetzt liegt alles am Professor. Cutscene wahrscheinlich. Doch nicht. Okay, leiser wieder. Crow, ist deine Mannschaft vollständig? Der schwarze Rabe wartet auf ihre Befehle. Los, Wandling, was liegt an? Ihr müsst etwas für mich bauen. Und zwar schnell. Seid ihr bereit? Was soll die Frage? Es geht um unsere Stadt. Wir werden sie bis zum letzten Mann verteidigen. Wunderbar. Hier, ich habe es skizziert, so gut es in der kurzen Zeit möglich war. Was? Was? Katapult? Interessant. Ah, verstehe. Ihr müsst für mich die nötigen Bauteile zusammensuchen. Schafft ihr das? Zuerst brauchen wir dieses Teil hier. Wisst ihr, was man dafür verwenden könnte? Korb. Mein Zylinder, ein Fischernetz, ein Boot. Ich speichere mal kurz. Boot. Wie wäre es mit einem Boot? Sehr schlau, könnt ihr eins herbeischaffen? Claro, Bucky schuldet mir eh einen Gefallen. Los, Lucky, Abmarsch. Hallihallo, Rocket und Veronika zur Stelle. Veronika, kannst du nach etwas suchen gehen, das wir genau hier einbauen können? Netze? Ne. Ah ne, das ist eine Brücke, Tatsache. Das ist eine Brücke. Ich weiß, wir klauen eine Brücke. Was? Hör doch auf! Weißt du doch, was letztes Mal passiert ist? Ja, tut mir... Oh, nicht, bitte. Was können wir... Oh, eine Leiter dann. Wie wär's mit der Leiter? Perfekt, wisst ihr, wo ihr eine finden könnt? Bei der Polizeiwache, glaube ich. Los, Rocket, nichts wie hin... Hier bin ich, was soll ich machen? Willi, was könnten wir an dieser Stelle einbauen? Das wäre die Basis der ganzen Konstruktion, also sollte es wirklich schwer sein. Holzträger aus der Ruine, haufenweise Backsteine, mich. Mich! Nee, A. Wie wäre es mit zwei Holzträgern? Die können wir ganz schnell aus einem zerstörten Haus bergen. Ja, die sollten schwer genug sein. Ja, lauf los und A. Jung. Was eine Plackerei, aber für Miss Tory tue ich alles. Also, was darf es denn sein? Roddy, was könnten wir an dieser Stelle aufsetzen? Oh fuck, ich hab's überlesen jetzt. Krieg ich das auch schnell? Egal, ich kann nicht mehr schnell rüber. Egal. Welcher Gegner passt hier hin? Ein paar Besen, eine Standuhr, ein Ladenschild. Ein Ladenschild. Wie wär's mit einem Ladenschild?
Das wäre perfekt, wenn die Form Stürmfühle dir etwas passendes sei. Das Schild, das von der Bäckerei runtergefallen ist. Ich laufe es schnell holen. Sehr gut. Louis, komm mit und hilf mit mir. Ich rackere mich bestimmt nicht allein ab. Njong. Dann muss ich nur noch die verbleibenden Teile finden. Gelöst. Yes. Da haben wir es. Ich glaube, das ist alles. Ich bin auf jeden Fall fertig. Nicht mal Zeit, mich zu beschweren, hatte ich. Ihr habt mir alles gebracht, wonach ich gefragt habe. Ich danke euch vielmals. Das Vergnügen ist ganz unsererseits. Dank ihnen wird das Phantom bald ausgespuckt haben. Ja, wir werden es besiegen. Hier und jetzt. Während Amy und Luke es ablenken, bereiten wir unsere eigenen Angriffe vor. 143, Leitens Katapult, 45 Pikarat. Ein Zusammenbau des Katapults, fragst du dich? Wie einige der Teile zusammengehören? Wenn wir voraussetzen, dass Teil A und der in der gezeigten Position verbleibt, also nicht gedreht wird, in welche Position müssen die anderen Teile drei Teile gesetzt werden, wenn du sie frei drehen kannst? Verbinde den Kreis jeweils mit jeweiligen Teils mit dem entsprechenden X des Diagramms. X ist was? Wie? So. Das muss jetzt so aussehen. Heißt, wir brauchen erstmal was von oben eigentlich. Warte kurz. Wir brauchen was von oben, aber wir brauchen noch ein Verbindungsstück. Ich glaube erstmal D zu A. Aber damit können wir es nicht verbinden, das ist das Problem. Wer will denn den Kreis? Ich glaube. Ha. Hä? Ich weiß, wie ich es im Kopf gerade gemacht habe. Das Problem ist, wir zeichnen das jetzt ein. Weil theoretisch, Notiz. Das hier, ne, dieses Teil, würde ich hier reinpacken. Und diese Stelle würde ich eigentlich hier reinpacken. Aber wie zeichne ich das jetzt da rein? Weil D ist definitiv von oben. Oh, ich hab's jetzt selbst gewarnt. Nein, ich hab gelogen. Eigentlich war B von oben. Aber nee, das kann nicht sein. Fuck. Ach, ich Idiot, nein! Ich verstehe es jetzt! Guck mal! Hier ist ja noch Platz und hier ist ja noch Platz. Und das ist ja eigentlich hier ganz unten schon. Heißt, C kommt definitiv anstelle von. Entweder. Probieren wir mal hier. B dann hier. Und D dann da. Geht das? Speichern mal und Antwort. Eine fordernde Aufgabe, ohne Zweifel. Nein! Vielleicht dann. Na, wie machen wir es wieder weg? Da. Vielleicht so? Umgekehrt? Eine fordernde Aufgabe, ohne Zweifel. Ja! Kein Rätsel ohne Lösung. Yes. Okay, gut. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Hat funktioniert. Fertig, Luke! Fertig! Sehr amüsant. Ich bewundere eure Beharrlichkeit. Was zum... Jetzt, Professor! Haben wir ihn? Oh nein. Das bezweifle ich. Na toll. Was tun wir jetzt?
Wo will sie hin? Was hat er vor? Oh, jetzt verstehe ich. Los, Raben, wir helfen mit. Was sollen wir tun? Wir müssen die Schleusentore aufbekommen. Aber wieso? Wieso? Um die Stadt zu retten. Hä? Vertraut mir einfach. Nein. Hören Sie das? Was ist das? Das Wasser. Wir müssen hier weg. Hä? Eine brillante Idee, Lagunia. Sie haben Glück, Layton. Doch merken Sie sich eines. Sie werden scheitern, das ist sicher. Und Ihren Untergang werde ich genießen. Das verspreche ich. Da lache ich doch! Gegen Sie verliert der Professor niemals! Welch keckes Geschöpf. Layton, Sie werden mich nie besiegen können. Und bald werden Sie wissen, wieso. Der Skoll. Er kommt mir bekannt vor. Irgendwie. Aber ich weiß nicht genau, woher. Der Skoll. Even Barts Tod. Polizeipräsident Jakes bestätigt, dass Barts Tod ein Unfall war. In dessen Testament wurde Clark dem einzigen Zeugen Barts Besitz zugesprochen. Polizeichef Jakes hat also Beweise gefälscht, um den Fall zu seinen Gunsten abzuschließen. Jakes der Unfehlbare. Jakes ließ die Tatsache schlicht durch seine Handlanger verdrehen, um den Anschein zu erwecken, jeder Fall tadellos gelöst worden zu sein. Jakes makellose Fallgeschichte ist das Ergebnis gewieften Schwindels und gekonnter Täuschung. Okay. So, egal. Weiter. Speichern. Ja, wahrscheinlich Epilog, ne? Epilog? Epilog, das größte Geschenk. Eile zu Laguna. Wir haben das Phantom besiegt. Das stimmt. Und die Stadt haben wir auch gerettet. Danke, Luke. Ich bin so froh, dass Laguna noch bei uns ist. Ja, Laguna hat unseren besonderen Dank verdient. So. Ist es vorbei? Ein ganz schön harter Kampf. Finden Sie nicht, Professor? Ab diesem Punkt kannst du dein Spiel nicht mehr speichern. Möchtest du fortfahren? Ja. Lol. Ja, ich... Moment, ist mit Laguna alles in Ordnung? Oh, oh.
Er will alles looten. Was machst du da? Lagunia, hör auf damit! Es ist doch alles vorbei! Ariana, das Lied! Sie macht weiter. Hör damit auf, bitte. Wenn du das Tor aufbrichst, wird die ganze Stadt überflutet. Bitte. Bitte hör auf, Lagunia. Wie du willst. Dann sind wir keine Freunde mehr. Hörst du? Gut. Bitte auf, Lagunia! Denk an die Stadt! Lagunia, bitte! Was? Sie sagt keine Zeit mehr! Was meint sie? Wofür bleibt keine Zeit? Zurück! Das Tor gibt gleich nach! Rettet euch schnell auf eine Anhöhe! Was ist das? Ein Siegel? Es sieht ziemlich alt aus. Professor, wie sollen wir es nur jemals aufbekommen? Und das Rätsel. Das Wappen, 144. 50 Grad. Ja, Mann, die Musik ist so episch, wenn ich die mal höre. Holy shit. So. Leiser ein bisschen. Das Wappen und der zugehörige Text ergeben Rätsel auf. Der Vogelbär sich muss, müssen laben, der Vögel vier um einen Knab, der tüchtig von der Nas geleitet, der es dem Paradies entgegenreitet. Das Tor zu öffnen an jenem Ort, es braucht den fünften Vogel dort. Nur dieser Bote der Sonne zu, eröffnet dir das Tor im Nu. Was soll das nur bedeuten? Ja, der soll einfach Deutsch lernen. Kann ich das drehen? Kannst du überhaupt was machen? Nein. Das ist aber... Nein. Nein. Ja? Ne? Nein. Nein, willst du was? Das war das hier. Und jetzt? Die leuchten jetzt alle und jetzt? Oh! Jetzt kann ich es drehen. Vielleicht muss ich das zu anders formen? I don't know. Gute Frage, nächste Frage, ne? Was? Wie soll ich das? Oh! Ich habe jetzt einfach rumgespielt. Und voilà, meine Antwort. Ja, geschafft. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Krass. Yes. Und die goldene Stadt. Faszinierend. Wo kommt das her? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo führt das hin? Nein.
Was geht denn hier ab? Hi, Hendrik. Du bist gerade dabei, das Ende von Professor Layton und der Ruf des, um den Ruf des Phantoms. Also du bist kurz vorm Ende hier dabei. Sind noch ein paar Minuten wahrscheinlich oder so. Das ist ja, wo sind wir denn hier? Meine Kristalle. Das Licht tritt durch Erdspalten und ein und wird durch jene Kristalle dort gebrochen. So könnte hier eine üppige Flora gedeihen, welche diesen Ort in ein Paradies verwandelt hat. Moment, aber dann ist dies der Goldene Garten? Ja, genau, nicht die Goldene Stadt, Goldener Garten. Eine völlig unberührte Welt. Dieses Paradies ist mehr wert als alle Schätze dieser Erde. Und für Ariane ist es noch wesentlich bedeutender. Was meinen Sie damit? Die Luft hier ist äußerst rein, unberührt, wie Emmy schon sagte, und frei von Giften. Ich bin davon überzeugt, dass du hier Genesung finden wirst. Ach so, ja. Ach so. Layton, weißt du, die hat keine Ahnung. Super AIDS oder Krebs und Layton so. Ey, hier ist es sauber. Du wirst schon überleben. Keine Sorge, hier wirst du geheilt werden. Woher weiß das, Digga? Du bist doch kein Arzt. Oder Mediziner, was auch immer. Hä? Wirklich, Herr Professor? Ich glaube, Lagunia wusste es auch. Sie hatte Ariana bis hierher geführt, um sie zu heilen. Doch falls Discole diesen Ort zuerst entdeckt hätte, wäre das nicht möglich gewesen. Also durchkreuzte sie seine Pläne so oft sie nur konnte und hielt ihn von diesem Paradies fern. Und all dies, um Ariana von ihrer Krankheit zu heilen. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Das finde ich halt ziemlich weit hergeholt. Der Goldene Garten, ein gigantischer prähistorisches Ökosystem, hat sich unterhalb der Stadt bis zum heutigen Tage erhalten. Dieses ist der wahre Goldene Garten von Missouri. Für einen Archäologen wie mich ist ein solcher Fund mehr wert als alles Gold dieser Erde. Oh. Katzi. Getan, oder? Verzeih mir. Du wolltest mir dieses Geschenk machen. Dieses wunderschöne Geschenk. Verzeih mir. Bitte lass es wieder so sein wie vorher. Bitte. Bitte nicht. Lagunia, bitte. Steh auf. Ich reite wieder auf dir. So wie früher. Bitte. Lagunia. Du darfst nicht sterben. Bitte nicht. Lagunia. Lagunia, sie wollte dich hierher führen, mit der letzten Kraft, die ihr noch blieb. Sie gab ihr eigenes Leben, um deines zu retten, Ariana. Liebe Lagunia. Hast du ihre letzten Worte gehört? Was? Ich sag sie dir. Danke. Danke euch beiden. Was Lagunia eigentlich ist? Lagunia ist tot. In diesem Paradies steht die Zeit still. Wahrscheinlich wurde Lagunia an diesem Ort geboren. Nee, aber ich glaube, Lagunia ist sowas wie eine... ist eine Anlehnung an das Monster vom Loch Ness, glaube ich. Es gibt halt so das Monster von... Oh, lol, genau das, ja, genau das. Ja, glaube ich halt auch. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht so sehr gepackt. Ich finde halt... Nichts kommt irgendwie an die Story von dem ersten Layton-Teil an.
Weil das war ein Plot-Twist, fand ich. So, hey, alles, was du weißt, existiert gar nicht. Und du so, ha! Und alles war nur eine Lüge. Ja, ich finde auch die Geschichte mit Laytons Partnerin, die ja gestorben ist, die fand ich auch noch gut. Auch wenn das auch mit der Zeitreise ein bisschen hergeholt ist. Ich finde halt, die Layton-Stories werden immer ein bisschen absurder. Ich würde gerne so Krimis haben, eher dadurch. Aber vielleicht bin ich das ja auch nur. Naja, egal. Sicher hat sie ihre Eltern in jungen Jahren verloren. Als letzte ihrer Art muss sie einsam gewesen sein. Daher wagte sie sich wohl durch das Rohrsystem bis in den See. Und dort traf sie Ariana und Toni. Wir wollen alle Laytons sehen. Ja, ja, alle Laytons werde ich sowieso zocken. Ich muss noch 3 Laytons kaufen. Ich habe erst vor kurzem herausgefunden, dass es einen zweiten 3DS-Teil gibt. Also einen offiziellen 3DS-Teil. Irgendwas mit Ashtag oder so. Auch das mit... Das auch. Aber das Spiel ist ein bisschen teuer. Daran muss ich noch drankommen. Das Spiel ist irgendwie 50, 60 Euro. Nee, 80 Euro sogar. Habe ich letztens gesehen. Auf eBay Kleinanzeigen. Das ist ein bisschen teuer. Aber ja, das würde ich irgendwann mal zocken. Aber erstmal muss ich an die anderen 3DS-Teile kommen. Weil das eine 3DS-Teil ist auch halbwegs teuer. Nur 30, 40 Euro. Muss ich erstmal finden. Sie hat nur nach Freunden gesucht. Wie wir auch. Es stimmt. Lagunia kam uns oft besuchen. Auch wir waren ganz allein. Wir hatten nur einander. Unser Vater hatte ein Vermögen auf Kosten der Stadtbewohner gemacht. Und nachdem er gestorben war, wollte niemand mehr mit uns zu tun haben. Wir zwei... Wir hatten niemanden. Aber das ist nicht wahr, Ariana. Jeder machte sich Sorgen um euch. Bitte gebt uns noch eine Chance. Luke, wenn du mir auch noch eine gibst. Ich wollte mich vor der Welt verschließen, mit meiner Krankheit als Vorwand. Jetzt weiß ich es. Nicht die anderen haben mich ausgegrenzt, sondern ich selbst war es. Wenn es dir besser geht, wirst du wieder auf andere zugehen. Dann wird die ganze Stadt für dich da sein. Ich glaube, dass Lagunia das auch wusste. Sie wollte nur, dass du wieder lachen kannst. Das stimmt. Niemand kann ganz allein glücklich sein. Lagunia war die letzte ihrer Art. Sie wusste, was Einsamkeit ist. Aber wenn ihr da wart, war sie nicht allein. Das wollte sie euch sagen. Dann bin ich jetzt dran. Hm? Danke, Lagunia. Als Ariana ihre Weise spielte, wehte uns ein warmer Hauch entgegen. Sogar die Bäume schienen in Ehrfurcht zu verharren. Und wir alle waren ergriffen von so viel Schönheit. Ariana, das Mädchen mit der Flöte, überwand ihre Angst und Scheu vor denen, die sie liebten. Und all die Kälte und Traurigkeit fiel von ihr. Es war wundervoll. Damit ist alles vorbei, stimmt's? Und dieser Garten hier. Professor, das ist der Fund des Jahrhunderts. Aber Emmy, wir müssen diesen Ort vorerst geheim halten. Zumindest... bis Ariana wieder genesen ist. Ach nein, ehrlich? Das ist aber wirklich schade. So eine Entdeckung wie diese würde sie in die Schlagzeilen bringen. Das wäre doch super, oder? Selbstverständlich. Aber keine Sorge. Dies wird nicht das letzte Rätsel sein, das wir gemeinsam entschlüsseln. Es gibt noch so viele Mysterien, die in der Welt auf uns warten. Und auch das schwierigste Rätsel, das allein für mich bestimmt ist, werde ich lösen. Professor? Bitte. Ich will Sie begleiten, überall hin. Ich helfe Ihnen. Ich werde Ihr allererster Lehrling sein. Das war Layton.
Was ich mich frage. Lukas. Lukas? Wer ist Lukas? Aber ja, das war Leighton. Was ich mich frage, was ist mit Emmy? Ich glaube, die ist ja Emmy. Ich habe den Namen schon vergessen. Lukas? Wer ist Lukas? Ich habe vergessen, wer das sein sollte. Oder wen du meinst. Oder meinst du Luke? Aber ja. Ich frage mich aber, was mit Emmy passiert ist. Weil die... Das ist ja, Alter, das ist laut. Das ist ja eigentlich eine Vorgeschichte erstmal. Das ist ja ein Prequel zu den, zu den Leighton Teilen gerade. Ich frage mich halt, was mit ihr passiert ist. Warum war sie in den späteren Teilen nicht da? Ah, Emmy Altava, genau. Oh ja, lol, ups, Luke, Lukas, fast dasselbe, ja, okay. Ja. Mein armer Luke. Wieso arm? Der ist reich. Der kleine, verwöhnte Bengel. Angry Face. Aber ja, das Spiel hat Spaß gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, dass die Story jetzt nicht unbedingt die beste war. Ich finde halt, es wird zu absurd irgendwann. Aber die Musik und die Bilder sind so schön. Ja, macht das viel Spaß. Ich bin ja auch hier durch.
Ende. Das war Professor Layton und der Hof des Phantoms. Schönes Bild. Oh. Dreh. So, Entschuldigung, weiter geht's. Einen Moment, ich will ja die ganze Cutscene haben, nicht wahr? Bist du fertig, Luke? Gleich! Ich muss mich nur noch verabschieden. Bist du aufgeregt? Mhm. Alles ist wieder gut. Wunderbar, oder? Finde ich auch. Und du hattest recht. Ich habe Freunde. Und diese Erkenntnis verdanke ich nur dir. Freut mich. Werden wir uns wiedersehen? Vielleicht. Ganz bestimmt. Süß. Wenige Monate später war Ariana geheilt. Aha! Der Goldene Garten wurde als einer der spektakulärsten Funde der modernen Archäologie gefeiert. Und Professor Layton, sein Entdecker, gelangte rasch zu allergrößter Berühmtheit. Nein, so. Na? So, Entschuldigung. Auch die Klügsten begehen einmal Fehler. Bitte grämen Sie sich nicht, verehrter Herr. Grämen? Ich bin voller Vorfreude. Okay. Fortsetzung folgt. Ja, die 3DS-Teile, die ich noch kaufen muss. Ah, naja. Süß. Na, hat dir Professor Layton und der Ruf des Phantoms gefallen? Du magst zwar am Ende der Handlung angelangt sein, aber das Spiel ist noch längst nicht vorbei. Und in unserer Geschichte sind genau 155 Rätsel versteckt. Wenn du dich der Herausforderung gewachsen fühlst, dann versuche jeder das einzelne Rätsel zu knacken. Und wirf unbedingt auch mal einen Blick in den Bonusbereich. Dort findest du allerhand tolle Extras, die du durch eifriges Rätsellösen freispielen kannst. Dazu erwarten dich auch einige extra knackige Bonusrätsel, die schwierigsten des Spiels. Möchtest du dich mal an diesem ungemeinen fordernden Kopfnüssen versuchen? Wir wünschen dir noch viel Spaß mit Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Süß. Ja. Da die Geschichte damit zu Ende ist, hast du nun die Möglichkeit, deinen Spielstand zu speichern. Wenn du diesen Spielstand später lädst, setzt das Spiel genau nach dem letzten Gefecht wieder an. Von dort aus kannst du dich seelenruhig in der Stadt umsehen. So kannst du alle Rätsel lösen und Dinge finden, die du vielleicht übersehen hast. Speichern. Und dann... war das Professor Layton! Ändern wir noch das Bild. Sehr schön. Dann ist er endlich durch, ne, Freunde? So. Ich würde dann sagen, dass wir uns bei dem nächsten Spiel wiedersehen, ne? Vielen Dank und ciao, ciao.